Ja, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur Veranstaltung Innovation mit Mut in eine nachhaltige Zukunft anlässlich des 25-jährigen Bestehens der Deutschen Bundesstiftung Umwelt. Schön, dass Sie so zahlreich erschienen sind und sich nicht heimlich zum Weihnachtsbummel nach Mitte verabschiedet haben, sondern hier ins Radialsystem gekommen sind. Denn wir brauchen Sie nicht nur als Zuhörer, denn Sie sind ja nachher auch gefragt, mitzuwirken. Ich begrüße ganz herzlich das Kuratorium der Deutschen Bundesstiftung Umwelt, den Gastgeber, den Generalsekretär Dr. Heinrich Bottermann, sowie die Redner des heutigen Mittags- bzw. Nachmittags. Das ist Herr Professor Dr. Schellenhuber und Herr Professor Dr. Walz. Und außerdem begrüße ich ganz herzlich die anwesenden Abgeordneten des Deutschen Bundestages. Wir wollen heute Mittag bzw. heute Nachmittag weniger über die Erfolge der DBU sprechen und das, was sie so ausgemacht hat, sondern wir wollen den Blick nach vorne richten und uns den Herausforderungen der Zukunft stellen. Und deshalb haben wir heute im Kongressteil drei bemerkenswerte Fachvorträge zu den Themen Innovation, planetare Leitplanken und Klimawandel. Dabei ist Ihre Meinung auch von Belang, denn Ihre Ideen und Anregungen können Sie ja nachher in den Workshops mit einbringen. Darauf sind wir schon sehr gespannt. Der zweite Teil der Veranstaltung, der findet heute Abend statt. Das ist der Festakt. Um 18.30 Uhr beginnt der auch wieder hier. Dort erwarten wir unter anderem den Bundespräsidenten AD, Dr. Horst Köhler. Dr. Theo Weigel wird dabei sein und viele mehr. Das schon mal als Ausgetipp für heute Abend. Und bevor wir starten, der Hinweis, wir sind ja hier alle Social Media aktiv, deswegen wird es einen Livestream geben, den es auf der Webseite der DBU zu sehen wird. Das ist vielleicht für Sie nochmal wichtig, vielleicht schauen Sie sich Ihren Nachbarn an, ob es okay ist, dass Sie sich mit dem hier heute blicken lassen. Sonst jetzt nochmal schnell umsetzen. Ansonsten, okay, habe ich wohl was angesprochen. Ansonsten sind Sie herzlich aufgefordert zu posten über Twitter von der Veranstaltung oder nachher auch aus den Workshops. Der Hashtag ist DBU25. Dafür haben wir auch ein offenes WLAN-Netz eingerichtet, nicht um die, hoffentlich nicht, dass Sie die nächste House of Cards-Folge bei Netflix streamen, dann schon lieber die Tagesschau. Nein. Die Zugangsdaten finden Sie hier. Das WLAN ist DBU, das Passwort 25 Jahre DBU. Und bevor es losgeht, nochmal der Hinweis, schalten Sie bitte Ihre Handys, wenn es geht, in den Flugmodus oder auf lautlos und bitte auch die Blitz ausschalten. Passiert alles, ich sehe, wir verstehen uns, super. Unser erster Redner steht bereit. Es ist der Generalsekretär der Deutschen Bundesstiftung Umwelt und gleichzeitig auch der Gastgeber, der jetzt mit seinem Kurzvortrag Planetare Grenzen als Raum für Innovationen auf den heutigen Tag einstimmen wird. Begrüßen Sie mit einem nachhaltig kräftigen Applaus Dr. Heinrich Bottermann. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Gäste, schön, dass Sie hier sind. Es freut mich auch sehr, dass Sie heute Nachmittag hierher gekommen sind, heute Mittag, um mit uns zu arbeiten. Und jetzt werde ich noch formell, lieber Herr Professor Schellenhuber, Herr Professor Walz, verehrte Damen und Herren, Kuratorinnen und Kuratoren der DBU, verehrte Damen und Herren, Abgeordnete des Bundestages und der Landtage, verehrte Gäste, wir haben heute ein wichtiges Thema auf der Tagesordnung. Und es geht um Innovationen. Und die DBU fördert Innovationen seit ihrer Gründung vor 25 Jahren. Und dieses Motto, innovative und modellhafte, lösungsorientierte Vorhaben zum Schutze der Umwelt zu fördern, war der Auftrag. Und das hat zwischenzeitlich zu 9.200 Projekten mit über 1,6 Milliarden Fördervolumen seither gebracht. Da kann man sagen, viel wurde erreicht in diesen 25 Jahren. Doch die Welt ändert sich und damit auch die Herausforderungen, vor denen wir stehen. 1991 zur Gründungszeit war die Welt im hoffnungsvollen Aufbruch. Der Kalte Krieg ging zu Ende und Europa wuchs zusammen. Für heute, 25 Jahre später, beobachten wir besorgt, wie sich das Rad der Geschichte in Teilen zurückdreht. Kleine nationalstaatliche Strukturen sind wieder auf dem Vormarsch. Doch das kann letztlich nicht die Antwort auf die globalen Fragen wie Klimawandel und Armut sein.
Was wir stattdessen brauchen, sind globale Kooperationen. Denn nur wenn wir gemeinsam an einem Strang ziehen, können wir die komplexen Aufgaben angemessen lösen. Denn Umweltprobleme machen vor Staatsgrenzen keinen Halt. Und dazu gehört aber auch, meine Damen und Herren, die Probleme der Staaten in den Blick zu nehmen, die derzeit vom Rohstoffverkauf, vom Rohstoffexport leben. Und auch für diese brauchen wir Alternativen. Dass ein Schulterschluss über Ländergrenzen und Kontinente hinweg trotzdem möglich ist, zeigen die jüngsten internationalen Abkommen. Doch wie kann der Wandel in Richtung einer nachhaltigen Gesellschaft gelingen? Wie können wir leben und wirtschaften, ohne das Erdsystem an die Grenzen seiner Tragfähigkeit zu bringen? Es sind ja bekanntermaßen die menschlichen Kräfte, mit denen wir spätestens seit Mitte des 20. Jahrhunderts unseren Planeten an seine Belastungsgrenzen treiben. Denken wir nur an die Diskussion um das Zeitalter des Anthropozäns. Wir sind ja offenbar in der Lage, das große Rad zu drehen. Nur wir drehen es in die falsche Richtung. Und was wir brauchen, sind grundlegend neue Ansätze. Nicht nur in der Technik, sondern auch in der Forschung, Wirtschaft und Gesellschaft. Der Innovationsbegriff wurde lange Zeit überwiegend im technischen Sinne verwendet. Und das ist meines Erachtens nach heute zumindest viel zu kurz gedacht. In einer immer komplexer werdenden Welt bedarf es einer Vielfalt von Innovationen, die weit über technische Lösungen hinausgehen. Beispielsweise neue Technologien, die Energie und Ressourcen einsparen. Neue Geschäftsmodelle, die auch Einzelunternehmen und Mittelständlern eine Chance in einer globalisierten Welt geben. Und auch neue Gesellschaftsmodelle, die eben auch diejenigen mitnehmen, die von der rasanten Entwicklung abgehängt werden. All dies brauchen wir, meine Damen und Herren, um uns, aber auch den Menschen weltweit und den nachfolgenden Generationen eine lebenswerte Welt zu erhalten. Denn wir sind vermutlich die letzte Generation, die den Umschwung noch schaffen kann. Und gleichzeitig sind wir die erste Generation, die unter den massiven Auswirkungen der globalen Veränderungen zu leiden hat, ja sie erfährt. Angst ist dabei kein guter Ratgeber. Sie lähmt. Es hilft uns nicht weiter, nur Hindernisse zu sehen und zu zeigen, was nicht funktioniert. Denn die Fakten liegen auf dem Tisch. Das Modell der planetaren Grenzen zeigt uns anschaulich auf, wo die Belastbarkeit des Erdsystems erreicht ist. Innerhalb dieser Grenzen erscheint die Stabilität des Erdsystems gesichert und bietet der Gesellschaft allerdings auch Gestaltungsmöglichkeiten. Von den neun beschriebenen Systemen und Prozessen, die die Stabilität des Erdsystems bestimmen, haben vier die Belastungsgrenzen entweder bereits überschritten oder sind gefährdet. Und zu diesen gehört der Klimawandel, die Artenvielfalt, die biogeochemischen Kreisläufe wie Stickstoff und Phosphor sowie die Landnutzung. Die planetaren Leitplanken zeigen uns aber nicht nur die Grenzen der Belastbarkeit des Erdsystems auf, sondern sie spannen einen globalen, nachhaltigen Entwicklungsraum auf, innerhalb dessen stabile Umweltbedingungen und damit eine nachhaltige Entwicklung möglich sind. Und genau das ist unser Gestaltungsraum für einen globalen Kurswechsel. Letztlich, meine Damen und Herren, geht es aber um die Frage, wie können im Jahr 2050 rund 10 Milliarden Menschen gut und im Einklang mit den natürlichen Lebensgrundlagen leben? Und um es nochmal deutlich zu sagen, wenn wir von den planetaren Leitplanken sprechen, sollten wir also nicht auf den Aspekt der Begrenztheit in erster Linie abheben, sondern auch den Raum der Möglichkeiten, den Raum für Innovationen betrachten. Um den notwendigen Kurswechsel zu schaffen, meine Damen und Herren, brauchen wir Erneuerung, Inspiration, Kreativität und vor allen Dingen Mut. Wir brauchen Mut, komplizierte Fragen in Angriff zu nehmen. Und das erfordert auch eine Haltung, eben für eine Sache einzustehen. Gerade auch, wenn langfristig angelegte Lösungen zunächst unpopulär sind, weil sichtbare Erfolge erst später spürbar werden. Wir brauchen Mut, Neues auszuprobieren und dabei auch einmal Fehler oder sogar Scheitern in Kauf zu nehmen. Denn das liegt im Wesen der Innovation. Wer nichts Neues wagt, erzielt auch keinen Fortschritt. Und, meine Damen und Herren, wir brauchen auch Mut, Wahrheiten auszusprechen. So zum Beispiel, dass die weitere Nutzung von Kohle zur Energiegewinnung letztlich die Sicherheit und damit auch die Zukunftsfähigkeit unseres Planeten gefährdet. Und die richtigerweise zu bedenkenden Folgen
des sofortigen Ausstiegs aus der Kohle dürfen nicht dazu führen, den Menschen eine Zukunft auf den Grundlagen der Vergangenheit zu versprechen. Das ist schlichtweg unverantwortlich. Dies, meine Damen und Herren, müssen wir den Menschen allerdings erklären, insbesondere denen, die existenziell von den Veränderungen betroffen sind. Und die Strukturpolitik muss auch sozialverträgliche Lösungen aufzeigen und darf die Betroffenen nicht allein lassen. Und insofern, und so sehe ich die DBU als Anwalt der Fakten. Und dies ist umso wichtiger in einer Zeit, in der wissenschaftliche Erkenntnisse und Tatsachen eine immer geringere Rolle zu spielen scheinen. Mein Fazit an dieser Stelle: Lassen Sie uns an die Neuerungen herangehen und begeben wir uns mutig auf den Weg in eine lebenswerte Zukunft. Meine Damen und Herren, Innovationen sind für uns in der DBU eigentlich ein alter Hut. Seit 25 Jahren fördern wir innovative und modellhafte Projekte zum Schutz der Umwelt. Und Innovation ist seit Beginn ein wesentliches Kriterium, das wir an unserer Arbeit anlegen. Wir möchten mit der Förderung von Innovationen dazu beitragen, dass bisherige Herangehensweisen durch bessere ersetzt werden. Doch Innovation ist kein Selbstzweck. Sie gehören in den Zusammenhang einer globalen, nachhaltigen Entwicklung gestellt. Innovationen bieten Chancen, Dinge zu verbessern, aber auch Risiken. Und deshalb stellen wir die Innovation mit dieser Veranstaltung in den Mittelpunkt. Denn wir alle entscheiden uns jeden Tag mit unserem Verhalten, ob sich Neues entwickeln und etablieren kann. Ob als Konsument, als Unternehmer, als Wissenschaftler, als Politiker oder in einer anderen Funktion. Letztlich müssen wir Menschen innovative, nachhaltige Verhaltensformen entwickeln und umsetzen. Die langen Linien der Agenda 2030 mit den 17 Sustainable Development Goals und des Modells der planetaren Leitplanken ermöglichen es, in einem sicheren Handlungsspielraum das Pariser Klimaschutzabkommen mit Leben zu erfüllen. Neben den bekannten internationalen und multilateralen Aktivitäten sollten wir auch den Privatsektor stärken. Jeder Mensch ist in der Lage, die durch seinen Lebensstil verursachten CO2-Emissionen durch eigenes Handeln auszugleichen. Sei es zum Beispiel ganz simpel durch das Anpflanzen von Bäumen oder Ähnlichem oder auch durch den Kauf von CO2-Zertifikaten. Die Wirkung solcher Aktionen sollten wir nicht unterschätzen. Apropos Agenda 2030. Niemanden zurücklassen, mahnt uns der Titel. Und hier müssen wir uns kritisch fragen, haben wir da nicht schon etwas versäumt? Viele Menschen fühlen sich abgehängt. Aus Unzufriedenheit erwächst Wut, der Nährboden für Populisten, die vermeintlich einfache Antworten auf schwierige Fragen geben. Stichwort Postfaktizismus. Wissenschaftliche Erkenntnisse spielen dabei häufig keine Rolle oder werden gar ignoriert oder geleugnet. Eben dies äußert sich in seiner absurdesten Form in der Leugnung des menschengemachten Klimawandels, wie wir es immer wieder lesen und hören. Aber, um Herrn Professor Schellnhuber vielleicht vorzugreifen oder zu zitieren, die Gesetze der Physik sind schlichtweg nicht verhandelbar. Ungleichheit ist also der gesellschaftliche Sprengstoff und gefährdet den sozialen Frieden und letztlich unsere demokratischen Strukturen. Innovationen in ihrer gesamten Bandbreite sind der Motor, mit dem die Transformation zu einer nachhaltigen Gesellschaft vorangetrieben werden kann, eben für alle. Sie bieten Chancen, bei denen wir mehr gewinnen als verlieren. Ein Beispiel: Der wirtschaftliche Nutzen von Innovationen im Klimaschutz ist enorm. Eine aktuelle Studie des Bundesumweltministeriums zeigt, 430.000 zusätzliche Stellen in Deutschland können in einem überschaubaren Zeitraum geschaffen werden. Das heißt, begreifen wir den Wandel als Grundlage für Geschäftsmodelle der Zukunft. Das gilt im Übrigen auch für die DBU. Wir verstehen uns als lernende Organisation. Wir sind aufgeschlossen für innovative Ideen und bereit für den gesellschaftlichen Dialog. Deshalb freue ich mich heute Nachmittag ganz besonders, dass die
das Thema Innovation mit Mut in eine nachhaltige Entwicklung anlässlich des 25-jährigen Bestehens der DBU einen so breiten Zuspruch findet. Neben den spannenden Beiträgen, die uns hier im Plenum erwarten, haben wir 4 parallele Workshops geplant. Und auch bei der Gestaltung der Workshops handelt es sich um eine Premiere, meine Damen und Herren. Die Workshops wurden von 4 ehemaligen DBU-Stipendiatinnen und Stipendiaten gemeinsam jeweils mit einem Themenpaten vorbereitet und werden auch von Ihnen moderiert. Innovationen entstehen an der Schnittstelle unterschiedlicher Disziplinen und Themen. Sehr geehrte Damen und Herren, Sie sind herzlich eingeladen, Ihren Erfahrungsschatz, Ihre Perspektiven und Ihre Anregungen in die Workshops einzubringen. Und eines, wir freuen uns sehr auf Ihre Impulse für die zukünftige Arbeit der DBU. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Herr Bottermann, ich greife einfach mal Ihren letzten Satz auf, weil Sie gesagt haben, Sie freuen sich auf die Impulse, die aus den Workshops kommen. Welche Erwartungen haben Sie an den Kongress, vielleicht auch für die zukünftige Arbeit der DBU? Ich glaube, ich habe es ja gerade ausgeführt, in einer großen Veränderung, in der wir sind, in der wir uns allesamt neu finden müssen, neu erfinden müssen in vielen Bereichen, ist es wichtig, die Impulse, die aus diesem breiten Kreis von Könnern und Kennern der Szene und von exzellenten Fachleuten reingebracht werden, diese aufzunehmen und dann tatsächlich auch so zu reflektieren, dass sie Inhalt unserer Arbeit werden. Denn eines ist klar, wir dürfen nicht im luftleeren Raum arbeiten, sondern müssen uns immer daran orientieren, was braucht die Community, um die Dinge weiter voranzubringen und wie können wir unsere Mittel und unseren Verstand auch so einsetzen, dass wir eine größtmögliche Hebelwirkung haben, damit das, was irgendwann in der Stiftungsgründung gewollt war, auch bestmöglich erreicht wird. Schon mal ganz herzlichen Dank, Dr. Heinrich Bottermann. Und wir sind gespannt, was heute Nachmittag zusammengetragen wird. Von den planetaren Leitplanken schlagen wir jetzt die Brücke zu einem heiß debattierten Dauerthema, den Klimawandel. Und dafür haben wir eigentlich ja mit dem bedeutendsten Wissenschaftler heute zu uns eingeladen. Er ist der Gründer und Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung. Außerdem ist er der Vorsitzende des Wissenschaftlichen Beirats der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen und wurde 2007 mit dem Deutschen Umweltpreis der DBU ausgezeichnet. Die Quadratur des Klimakreises, so lautet sein Vortrag, heißen Sie ihn ganz herzlich willkommen. Hier ist jetzt Professor Dr. Dr. H.C. Hans-Joachim Schellenhuber. Ja, das mit dem Dr. H.C. musste offenbar sein, eine kleine Spitze. Vielen Dank. Herr Bottermann, liebe Freunde und Kollegen, meine Damen und Herren, ich freue mich sehr, heute hier zu sein. Ich hoffe, auch mit dem Titel habe ich ein bisschen Ihr Interesse geweckt. Klimawandel, Sie sagten, ein Dauerthema. Wir stehen eigentlich ganz am Anfang, uns mit diesem Thema auseinanderzusetzen, weil die Dimension jetzt erst deutlich wird. Ich will auch versuchen, den Bogen zu spannen. Also natürlich die Problemhöhe beschreiben, das werde ich jetzt noch mit tun. Zumal wir in der Klimaforschung eigentlich jeden Tag neue Ergebnisse sehen und auch selbst produzieren. Man kommt selbst fast nicht mehr hinterher. Das ist das eine, also der aktuelle Stand. Das andere, in der Tat die Innovation, die strategische Innovation. Was können wir tun? Und da werden wir alte Muster des Denkens wahrscheinlich durchbrechen müssen, beiseite lassen müssen. Wie Albert Einstein sagte, die Probleme können nicht gelöst werden mit derselben Denkweise, die diese Probleme hervorgebracht hat. Und so ähnlich werden wir eben auch in neuen Denkweisen üben müssen. Eine provokative Idee dazu, die der BBGU am Montag vorstellen wird mit seinem Sondergutachten, will ich andeuten, zumindest heute. Das wird dann die Quadratur des Klimakreises sein. Ja, lassen Sie mich beginnen. Planetare Grenzen, Planetary Boundaries, sind inzwischen berühmte Papier, wo ich die Ehre hatte, Mitautor zu sein. Johan Rockström, mein Freund aus Schweden, ist der Erstautor, auch mit dem Deutschen Umweltpreis, glaube völlig zu Recht ausgezeichnet als internationaler Wissenschaftler. Herr Bottermann hat darauf hingewiesen, hier sehen Sie im Grunde genommen nur 3 Bereiche,
als kritisch zu denen der Klimawandel gehört. Inzwischen gibt es eine Nachfolgearbeit in Science veröffentlicht, wo wir dann schon sehen, dass die Kritikalität zugenommen hat. Beim Klimawandel ist es so, dass es ja, ich habe das schon mal beschrieben, als ein Asteroideneinschlag in Zeitlupe, in Superzeitlupe, und das ist genau das Problem. Wenn es ein Ereignis wäre, das unmittelbar bevorsteht und das wir dann sozusagen live beobachten können in seiner ganzen Dramatik, da würden viel mehr Menschen das Gefühl haben, wir müssen unbedingt was tun. Aber es vollzieht sich eben auf unerbittlich langsame und irreversible Weise. Andere Leitplanken lassen sich dagegen relativ leicht inspizieren. Das ist die Plastikvermüllung der Ozeane, eines der abstoßendsten Beispiele, wie unsere Produktionskultur oder Produktionszivilisation nicht über die Ergebnisse, die Abfallprodukte nachdenkt. Man kann selbst aus dem All heraus die großen Plastikwirbel sehen, die in den Ozeanen sich drehen. Der größte davon von der Größe von Mitteleuropa, der große pazifische Wirbel. Das ist eine Art, wie man sich die Erde untertan machen kann. Ne? Ich glaube, das muss ich nicht weiter kommentieren. Beim Klimawandel sind die Dinge sehr viel komplizierter. Aber wir sehen jetzt, man muss immer daran erinnern, die Entwicklung in den letzten 120, 130 Jahren. Das ist jetzt Beginn der instrumentellen Aufzeichnungen 1881. Seither können Sie sich die globale Mitteltemperatur ansehen. Und das ist natürlich wie alle großen physikalischen Variablen eine Kurve, die hin und her zappelt. Aber was Sie sehen, ist ein klarer Trend nach oben. Es gab ja vor ein paar Jahren diese dämliche Debatte, dass der Klimawandel eine Pause eingelegt hätte, seit 1998 sogar. Wenn Sie jetzt mal auf 98 schauen, dann können Sie keine Pause erkennen. Es geistert sogar im Internet jetzt wieder ein Artikel herum, der sagt, größter Absturz seit allen Zeiten in der globalen Mitteltemperatur, beginnt jetzt die neue Eiszeit. Nur weil die dramatische Zunahme ein bisschen weniger im Oktober ausgefallen ist. Das ist Postfaktizität in der Tat, Herr Pottermann, wie Sie es angesprochen haben. Ja, warum zappelt das System? Das hat zum Beispiel zu tun mit Vulkanausbrüchen wie Pinatubo. Da geht die globale Mitteltemperatur ein bisschen nach unten, einfach durch die Luftverschmutzung aus der Vulkanmasse, die ausgestoßen wird. Dann haben wir, das ist 1998, Sie sehen, also ein Spike nach oben, das ist ein großes El Niño-Ereignis und wir sind jetzt gerade aufgetaucht aus einem wahrscheinlich dem größten El Niño, den wir je aufgezeichnet haben, eine anomale Erwärmung des Ostpazifiks. Das erhöht die globale Mitteltemperatur um, jetzt müssen Sie sich festhalten, 0,1 Grad im Durchschnitt, nicht mehr, vielleicht auch 0,2. Das erklärt also nicht den Anstieg, den wir jetzt haben. Und als Nachläufer, als kalte Schwester von El Niño, La Niña, gibt es eine kleine Abkühlung. Das heißt, wir erwarten, dass 2016 das wärmste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen sein wird, und zwar mit deutlichem Abstand. Aber wahrscheinlich wird 2017 eine Spur kühler werden. Und dann wird es wieder Schlagzeilen geben, globale Erwärmung beendet. Ja? So ist das nun mal. Aber das müssen wir aushalten. Das überspringe ich mal. Was Sie aber sehen, und das ist ganz wichtig, es gibt in der Physik Größen, die sozusagen aktuell sind, und es gibt Größen, die integrieren Effekte auf. Und eine Größe, die Effekte aufaddiert und integriert, das ist das Meereis. Hier sehen Sie so eine Art Wollknäuel, also verschiedene Fäden, das sind die Meereis, Variationen über das Jahr. Sie sehen Januar, Februar und so weiter, der Jahresgang, und zwar jetzt Arktis und Antarktis zusammengerechnet. Meereisausdehnung. Und man kann jetzt die einzelnen Jahre identifizieren, aber was Sie sehen, die rote Linie ist 2016. Und das fällt völlig aus dem Rahmen in diesem Fall. Also das ist etwas, was niemand, der sich mit dieser Problematik bisher befasst hat, jemals gesehen hat. Sowohl in der Arktis als auch in der Antarktis haben wir einen historischen Tiefstand des Meereises.
Und es könnte sein, dass in 10, 15 Jahren tatsächlich das Meer als im Sommer in der Arktis völlig verschwunden ist, völlig verschwunden ist. Das heißt, wir scheinen hier so eine Art Kipppunkt im System erreicht haben. Ne? Weil das Eis kann sich natürlich immer regenerieren, oberflächlich, wenn die Temperatur unter 0 Grad ist, das wissen wir alle. Aber entscheidend ist, ob es altes Eis gibt, mehrjähriges Eis. Wenn das mal verschwunden ist, dann ist im Sommer sozusagen keine Rekreation möglich. Also hier passiert etwas höchst Dramatisches, das auch noch nicht ganz erklärt ist. Das hat zu tun mit dem, quasi als Vorläuferkonzept der planetaren Leitplanken hier, eine Idee, die ich vor 15 Jahren in die Debatte eingeführt habe, nämlich die sogenannten Kippelemente im Erdsystem. Das sind gewissermaßen die lebenswichtigen Organe des Planeten. Da gehören die großen Meeresströmungen dazu, die Luftströmungen wie der Jetstream, die großen Ökosysteme und natürlich auch die Eisschilde in diesem Fall und das Meereis. Und es ist so, dass es für solche Kippelemente eben Kipppunkte gibt. Das heißt, wenn von außen das System gestört wird durch Erwärmung, vielleicht auch durch Veränderung der Erdatmosphäre im Sinne von Luftverschmutzung, was eben nicht nur CO2 ist, oder auch die Veränderung der Landoberfläche, nämlich Albedo-Veränderungen, die Rückstrahlkraft wird verändert durch etwa landwirtschaftliche Nutzung, dann kann ein Teilsystem hier an diese Grenze herangetrieben werden. Es ist sehr schwer vorherzusagen, wo das genau passiert, aber ich werde Ihnen gleich eine Abschätzung geben für einige wichtige Elemente. Das Problem ist, dass wenn das System über diesen Kipppunkt gewandert ist, kann ich es nicht zurückholen. In der Physik nennt man das Hystereseverhalten, das heißt, man muss weit, weit zurückgehen im Parameterraum, um den alten Zustand wiederherzustellen. Das heißt, wir müssten künstlich wieder in eine Eiszeit eintreten, was uns sicher nicht gelingen wird. Und in diesem Zusammenhang will ich Ihnen einige wenige Beispiele geben, vielleicht das berührendste und schmerzlichste Ergebnis von allen ist, das sind die tropischen Korallenriffe, wo die neuere Forschung zeigt, dass bei 1,5 Grad Erderwärmung 90% dieser Riffe verloren gehen würden durch Korallenbleiche und andere Effekte. Das heißt, bei 1,5 Grad Erwärmung würden 90% dieser Systeme verschwinden, irreversibel in diesem Fall. Und das ist natürlich ein Eingriff in die Schöpfung allererster nicht Güte, sondern allererster Dramatik. Und das andere ist Grönland. Man muss es immer wieder bringen. Grönland ist so ein bisschen die essentielle Messsonde in all unseren Bemühungen zum Klimawandel und zur Klimaaktion. Wenn Grönland beginnt zu schmelzen, dann wird nicht nur der Meeresspiegel sich um 7 Meter heben, sondern dann wissen wir, dass wir in einer Domino-Dynamik gefangen sind. Denn wenn Grönland schmilzt, dann wird sehr viel Süßwasser in der Nordatlantik kommen. Das könnte die thermaline Zirkulation, sprich Golfstrom, unterdrücken. Das hat Auswirkungen weit hinein bis in die Antarktis wiederum. Es verändert dann die biologische Pumpe im Südatlantik und im Südpazifik und so weiter. Das ist eine Domino-Dynamik, die wir im Augenblick studieren, wo wir relativ wenig bisher wissen. Wir wissen nur, dass so eine Dynamik existiert. Und es wäre dann, um Englisch jetzt das auszudrücken, wahrscheinlich kein Runaway-Greenhouse-Effekt, sondern ein Creep-Away-Greenhouse-Effekt. Das System würde relativ langsam sich weiterentwickeln, über tausende von Jahren, aber es wäre dann nicht aufzuhalten. Und in dem Zusammenhang könnte es eben auch sein, dass wir, wenn wir weiter alle fossilen Brennstoffe nutzen, die nutzbar sind, würden wir sogar die Ostantarktis zum Schmelzen bringen, was vor einigen Jahren noch völlig bestritten wurde von der gesamten Fachwelt. So gibt es neuere Arbeiten mit einem Meeresspiegelanstieg von 70 Metern dann. So, was ist zu tun? Nun, die Antwort ist, man geht nach Paris und schließt ein Abkommen und feiert sich selbst dann. Ich war auch mit dabei, ich war auch bewegt durch das Ergebnis. Es war großartig, Sie sehen also hier den nicht mehr zur Wahl antretenden Präsidenten der Französischen Republik, Hollande. Frankreich hat sich wirklich extrem stark gemacht, hat die Konferenz großartig organisiert. Und da sehen Sie ganz links unten
Beschränkung der Erderwärmung weit unter 2 Grad Celsius. Die Leitplanke sind diese 2 Grad. Das ist eine dieser planetaren Grenzen, nicht? Und das ist ein weiser Beschluss gewesen. Und ich zeige Ihnen jetzt eine Veröffentlichung von diesem Jahr in Nature, warum es so wichtig ist, diese Begrenzung auf 2 Grad vorzunehmen, beziehungsweise sogar zu sagen, möglichst 1,5 Grad. Und ist diese Grafik relativ kompliziert, aber ich glaube, sie erzählt die gesamte Geschichte. Das ist quasi die wissenschaftliche Evidenz, auf der wir Klimaschutz betreiben müssen. Einfacher geht es nicht, sozusagen. Ja? Um wieder Albert Einstein zu zitieren, eine Theorie sollte so einfach sein wie möglich, aber nicht einfacher. Und das ist das Einfachstmögliche, was man als Landkarte den Entscheidungsträgern an die Hand geben kann. Also, was sehen Sie hier? Auf der horizontalen Achse minus 20.000 heißt 20.000 Jahre vor Christus in diesem Fall, dann das Jahr 2500, so weit gehen unsere Projektionen. Diese Linie zeigt die globale Mitteltemperatur, das heißt, auf dem Höhepunkt der letzten Eiszeit war die Erde nur knapp dreieinhalb Grad kühler als vorindustriell. Das ist kein großer Unterschied. Ja? Dann sehen Sie die Entwicklung im Holozän, also vor 11.700 Jahren Klimastabilisierung, dann heute. Und dann rechts dieser kleine Baum, das sind die verschiedenen Szenarien, wie es weitergehen könnte. Ja? Der grüne RCP 2.6 ist, wenn alles, aber wirklich auch alles gut geht. Also Hillary Clinton wird zum US-Präsidenten gewählt, zum Beispiel. Die Voraussetzung ist schon leider mal nicht mehr gegeben. Ich komme auf das nochmal zu sprechen. Dann gibt es mittlere Szenarien. Und Sie sehen, bei dem grünen Szenario würden wir wirklich unter 2 Grad die Erderwärmung halten. Aber wir sind im Augenblick auf dem roten Pfad. Leider ist es so. Und der würde uns bis zum Jahr 2500 auf mindestens 8 Grad Erderwärmung bringen. Ozeane eingerechnet, an Land wären das 12 Grad. Muss ich das mal vorstellen. Ne? So, und jetzt sehen Sie hier diesen Pariser Balken liegen, diese horizontale graue, diesen grauen Korridor, das sind 1,5 bis 2 Grad. Und eingezeichnet sind jetzt die verschiedenen Kippelemente oder Kipppunkte, und zwar mit den Unsicherheitsfaktoren. Das sind also Error Bars, Fehlerbalken. Wenn Sie jetzt identifizieren, die erste Gruppe, da ist ganz rechts, sind die Coral Reefs, die Korallenriffe, da ist die Unsicherheit relativ klein und Sie sehen, ab 1,5 Grad würde das System schon zu kippen beginnen. Ganz links ist westantarktische Eisschild, Grönland ist eingezeichnet. Und jetzt haben wir 2 Botschaften aus dieser Grafik mitzunehmen. Die eine ist die, dass selbst wenn wir Paris umsetzen, was schwer genug ist, und auf das werde ich dann gleich eingehen, ist es so, dass wir nicht mehr sicher sein können, dass wir alle Großunfälle auf diesem Planeten vermeiden. Herr Pottermann, Sie haben auch darauf hingewiesen, wir haben viel Zeit verloren, nicht? Wenn wir vor 30 Jahren das Pariser Abkommen gehabt hätten und dann entsprechend umgesetzt hätten, ja, dann könnten wir noch unterhalb dieser Gefahrenzonen sein. Jetzt sind wir schon in eine Gruppe von Stoppschildern hineingefahren. Und selbst wenn wir also Paris umsetzen, brauchen wir einfach Glück, dass Grönland eben nicht in einem selbstverstärkenden Abschmelzprozess eintritt. Aber gleichzeitig ist die Botschaft, Paris ist wichtig, weil jenseits der 2 Grad, jenseits dieses planetarischen sicheren Raumes, passieren eben dann noch ganz andere Unfälle. Ja? Dann würde eben die thermaline Zirkulation unterdrückt werden und schließlich auch die Ostantarktis schmelzen. Dieses Bild erzählt die gesamte Geschichte inklusive der Unsicherheiten. Aber was Sie mitnehmen können, ist, es war allerhöchste Zeit, diesen Beschluss zu fassen. Und jetzt ist die Frage, können wir ihn umsetzen? Und das hat zu tun, ich gehe mal hier weiter mit dem sogenannten Kohlenstoffbudget. Ja. Die Wissenschaft hat gezeigt, dass es einen quasi linearen Zusammenhang gibt zwischen den kumulativen Emissionen innerhalb einer Periode, sagen wir von heute bis Ende des Jahrhunderts, und der Temperaturantwort des Erdsystems. Aber jetzt will ich Ihnen zeigen, wie knapp dieses Budget ist. Also auf der horizontalen Achse sind jetzt 500 heißt 500 Milliarden Tonnen reiner Kohlenstoff. Wenn Sie das in CO2 umrechnen wollen, müssen Sie es mit dem Faktor 3,66 multiplizieren. Das gelingt Ihnen sicherlich spielend. Insofern muss ich das nicht für Sie tun.
1 Grad Erwärmung heißt ungefähr 420 Gigatonnen Kohlenstoff. Das ist längst im System. Und entsprechend haben wir derzeit eine Erderwärmung von knapp 1 Grad bereits. 1,5 Grad, 700 Gigatonnen CO2. Dafür haben wir ungefähr noch 10 Jahre Spielraum. 10 Jahre bei jetzigen Emissionen. Das muss man sich einfach vor Augen führen. Politik ist ja eine schöne Sache, aber sie sollte, wie gesagt, immer noch im Einklang mit den Naturgesetzen sein. Die Naturgesetze, um das mal abzuwandeln, Herr Bottermann, werden ihm auch nicht vom Bundestag erlassen und das ist vielleicht auch gut so. Ja, und dann die 2 Grad. Sie sehen, das sind 800 Gigatonnen. Das heißt, dass wir noch 25 Jahre Spielraum haben. Das will ich Ihnen jetzt auf andere Weise dann noch zeigen. Es ist nämlich so, dass ein neues Ergebnis wahrscheinlich davon ausgeht, dass die Erderwärmung bis zum Jahr 2100 bei Business as usual sogar 5 Grad beträgt. Und deswegen müssen wir jetzt diesen Fahrplan uns verschreiben. Und ich habe das Carbon Staircase genannt. Das ist eine Arbeit, die jetzt bei Science akzeptiert ist und die Ihnen, glaube ich, nochmal die ganze Dramatik vor Augen führt. Und da kommen eben auch die Innovationen ins Spiel. Also Sie sehen, das ist von 1950 bis zum Jahr 2100 das Emissionsprofil. Also links, Sie haben 8 Milliarden Tonnen CO2, jetzt ist es wieder CO2, aus Landwirtschaft und Industrie. Und dann steigt es an, auch fast linear, auf ungefähr 40 Milliarden Tonnen, das ist der jetzige Zustand. Wenn wir die 2-Grad-Linie halten wollen als planetare Leitplanke, dann müssten wir bei den Emissionen global der blauen Linie folgen, die sich da zeigt. Der blauen Linie. Heißt, ich rede nicht von 1,5 Grad, ich rede von 2 Grad. Wir müssten dekarbonisieren die Weltwirtschaft bis 2050 und zwar komplett. Und dann brauchen wir wahrscheinlich noch negative Emissionen. Und das ist so ein Ergebnis, dann würden wir es mit einer 2-Drittel-Wahrscheinlichkeit schaffen. 2-Drittel für die Rettung der Welt ist keine brillante Chance, würde ich sagen. Ja? Aber das müssen wir zumindest tun. Gut, und jetzt kann man hineingehen, was bedeutet das? Herr Bottermann hat schon darauf hingewiesen. Es bedeutet, wir nennen das erste die No-Brainers, also die Idiotenmaßnahmen. Die Idiotenmaßnahme ist zum Beispiel, dass das EU-Emissionshandelssystem sofort reformiert wird. Ja? Eine Idiotenmaßnahme ist, dass man alle low-hanging fruits bei der Energieeffizienz pflückt, unmittelbar, in den nächsten 2-3 Jahren. Weil bis 2020 muss die Spitze sozusagen der Emissionen erreicht werden. Und dann kommt das wirklich schwierige Jahrzehnt, da müssen wir einerseits tiefe Einschnitte machen bei der Kohlenstoffwirtschaft und investieren massiv in Innovationen. Das ist das entscheidende Jahrzehnt, 2020 bis 2030. Und da muss zum Beispiel Folgendes geschehen, der Ausstieg aus der Kohle weltweit und die Ersetzung des Verbrennungsmotors beim Individualverkehr und Lastenverkehr. Das sind Dinge, die physikalisch absolut möglich sind und auch wirtschaftlich sinnvoll sind, also sie müssen vollzogen werden bis 2030. Und gleichzeitig müssen wir so viel an Innovationsgrundlagen schaffen, eine soziale Innovation werde ich zum Schluss ansprechen, aber eben eine technische Innovation sofort, dass wir im Jahrzehnt 2030 bis 2040 dann die entscheidenden Durchbrüche erzielen. Und ein Beispiel, Herr Zornetten sitzt auch hier, wir haben öfters darüber gesprochen, Infrastruktur muss weltweit erneuert werden, beziehungsweise aufgebaut werden. Wie soll das geschehen? Mit Stahlbeton im Wesentlichen, ne? Mit Asphalt und so weiter. Alles Materialien, die durch Prozess und Reaktion enorm viel CO2 freisetzen werden. Wenn es überhaupt sinnvoll und machbar ist, die Infrastruktur weltweit zu erneuern und auszuweiten, dann muss das auf klimaverträgliche Weise geschehen. Und das bedeutet, dass wir unsere Städte der Zukunft aus Holz erbauen müssen, aus Lehm und aus Stein, so wie das auch früher geschehen ist. Und dafür gibt es hochinteressante Innovationen. Ein kleines Start-up-Unternehmen, die wir fördern, auch hat jetzt eine Holzbearbeitung entwickelt, wo das Holz so durchscheinend wie Glas wird und extrem
stressresistent und feuerfest auch. Das ist eine hochinteressante Sache. Solche Materialien brauchen wir, um die Zukunft zu bauen. Nur als Beispiel. Warum glaube ich, dass diese große Transformation doch noch gelingt? Im Englischen funktioniert das besser, die sogenannte 3D-Theorie, dreidimensionale Perspektive. Und zwar ist es Disaster, Discovery und Dignity. Das sind die drei Dimensionen. Disaster ist, glaube ich, ziemlich klar. Wir leben jetzt einen Supersturm nach dem anderen, auf ob in der Ost- oder Westhemisphäre, Süd oder Nord. Wir haben Stürme, die das bisherige Maß sprengen. Das wird natürlich wahrgenommen. Wir haben aber auch gerade zur Zeit in Tennessee, ein Klimaskeptiker-Staat der USA, gibt es im Augenblick schwere Waldbrände im Dezember. Man muss sich das vorstellen. Und wenn Sie jetzt mal auf den US Drought Monitor schauen, links unten, da sehen Sie links Kalifornien, das ist für alle, dass da seit Jahren eine große Dürre ist, aber dass sie im Südosten der USA ist, ja, Tennessee und so weiter, das weiß kaum jemand. Diese Brände sind die logische Folge dieser Dürre, die wiederum ein Ergebnis des Klimawandels ist. Und dann hat man eben Bilder wie diese. Ja. Es sind eine Reihe von Menschen umgekommen, viele Häuser zerstört worden. In Großbritannien im letzten Winter gab es zum Teil Regionen, wo 350 mm Regen innerhalb von 24 Stunden runterkamen. Das ist der halbe Jahresdurchschnitt sozusagen von Berlin in diesem Fall, ne? Und mit den entsprechenden Überschwemmungen. So, D2, das ist Discovery. Wir haben gleichzeitig dramatische Fortschritte. Mein Freund Steve Chu, der ja früher US-Minister für Energie war und Physiknobelpreis, der hat mir diese Grafik gegeben. Sie sehen hier die Kostenreduktionen bei, Sie haben hier Wind, Sie haben Solar, Sie haben Batteriekosten und Sie haben LEDs, also Beleuchtung, seit 2008. Ne? Und Sie sehen, das sind dramatische Kostenreduktionen. Die liegen bei LEDs im Bereich von über 90%. Innerhalb weniger Jahre ist es möglich, hier den Markt völlig aufzumischen. Und das ist auch noch eine Grafik, die ich gerne außerhalb von Deutschlands zeige, weil es gibt ja viele Länder, die noch immer begeisterte Anhänger der Kernenergie sind und hoffen, dass man damit Thoriumreaktor, Pebblebed, vielleicht sogar Kernfusion die Welt retten kann. Könnte man, aber es kommt leider zu spät. Das ist das Problem. Und ich zeige Ihnen jetzt auch, wie die Kostenentwicklung ist. Das ist hochinteressant. Das ist eine logarithmische Kurve. Grün sehen Sie in diesem Fall die Entwicklung bei der Solarenergie. Die Kosten stürzen absolut ab. Und dort, wo diese gestrichelte Linie ist, wird man sozusagen den Break-Even-Point mit Kohle erreicht haben, selbst unter ungünstigen Bedingungen. Schwarz ist die Kohle eingezeichnet, die einfach vor sich hin wabert. Da gibt es keine Kostenreduktionen in diesem Sinne. Es geht ein bisschen auf und ab, das hängt ja von der Konjunktur ab. Aber der rote Fleck, das ist die Kernenergie. Und dieses kleine Kreuz, das rote, das Sie da sehen, das ist Hinkley Point C. Es wird die kostenspieligste und die teuerste sozusagen Energieinvestition in der Weltgeschichte sein. Und das ausgerechnet von den Briten, die doch so an den freien Markt glauben. Eine große Ironie in diesem Fall. Das heißt, die Kernenergie hat weder in Deutschland noch weltweit eine Zukunft, und zwar vor allem aus ökonomischen Gründen. Und das Dritte, das will ich hier nicht unerwähnt lassen, ich glaube, dass bei einer Bewegung hin in eine nachhaltige Zukunft natürlich die Technik eine Rolle spielt. Die Angst vor den Folgen, natürlich spielt eine Rolle. Man sagt ja immer, man darf die Menschen nicht erschrecken, aber manchmal ist das das einzige Mittel. Und das Dritte ist einfach der menschliche Anstand. Das Mitfühlen nicht nur mit den Mitkreaturen, sondern auch mit künftigen Generationen. Was der Mensch im kleinen Kreis ohnehin tut, wir haben Kinder, wir haben Enkel, natürlich trägt man Sorge für deren Zukunft. Aber wir müssen diese Solidarität über unseren Familienkreis hinaus ausdehnen auf Menschen auf der anderen Seite des Planeten und sogar auf Menschen, die noch nicht geboren sind. Wahrscheinlich die größte humanitäre Leistung in der Geschichte unserer Spezies. Und da gibt es zum Beispiel diese Bewegung des Divestment, die sich orientiert an der ökonomischen Boykottbewegung gegen Waren aus Südafrika und vieles andere mehr. Und selbst auch eine Ironie der Geschichte,
Verschiedene Rockefeller-Fans haben sich dieser Bewegung angeschlossen. John Rockefeller war der reichste Mensch der Geschichte, hatte damals ein Vermögen, was heute ungefähr 200 Milliarden betragen würde, also würde auch Bill Gates übertrumpfen. Und die Rockefellers sagen, ja, wir sind doch ölreich geworden, aber wenn dieser Reichtum weitergehen wird und sich immer mehr dem anschließen, wird diese Welt zugrunde gehen. Insofern wollen wir auch die Ersten sein, die den Ausstieg aus der Öl- und Kohlewirtschaft begleiten. Das ist sehr wichtig. So, wir stehen also, ich glaube, wirklich am Scheideweg. Das wird ja bei Sonntagsreden und auch Festveranstaltungen immer wieder gesagt. Meine Damen und Herren, wir stehen am Scheidepunkt, am Wendepunkt, was auch immer. Aber ich sage es Ihnen jetzt auch noch mal, wir stehen tatsächlich da. Und die Klimawissenschaft macht eigentlich klar, wenn wir die große Transformation nicht in den nächsten 10 Jahren einleiten, in Deutschland und anderswo, wird das Klima aus den Fugen geraten. Das kann ich Ihnen als Physiker einfach so schriftlich geben. Es ist so. Und es gibt ja jetzt 2 Zukunftsoptionen. Die eine ist more of the same. Weil wenn ein großes System in Krisen gerät, dann gibt es ja die Möglichkeit des Systemwechsels oder das System noch intensiver arbeiten zu lassen. Das ist die Trump'sche Version. Jetzt geben wir alle Ölbohrungen frei und so weiter. Und dann werden großartig viele Arbeitsplätze geschaffen. Und der Staat, der natürlich keine Einnahmen hat, weil ja auch die Steuern gesenkt werden, wird aber so viel Unterstützung bekommen, dass irgendwann wir vielleicht aus der Portokasse, die dann auch ziemlich leer sein wird, so die kleinen Umweltschäden begleichen können, die dann auf uns zukommen. Wir kaufen einen neuen Planeten. Er ist bisher noch nicht auf dem Markt, aber in der Trump'schen Welt ist alles möglich, ja, wie Sie wissen. Seine Tochter wird den vielleicht herbeizaubern. Ja, und die andere Option ist die große Transformation. Und es ist wirklich eine große Transformation. Ich habe es Ihnen ja vorhin gezeigt. Ja. Allein die Überwindung des Verbrennungsmotors in der deutschen Automobilindustrie ist keine Kleinigkeit. Wenn wir über die Kohleindustrie reden in Deutschland, in der Lausitz arbeiten noch 8.000 Leute. Zur Wende waren das 1989 90.000. Und trotzdem wird mit Zähnen und Klauen jeder Arbeitsplatz dort verteidigt, obwohl sehr viel bessere Arbeitsplätze entstehen könnten, wenn wir in die Innovation investieren würden. Und wie könnten wir das? Und das ist die Quadratur des Klimakreises. Es ist so, es geht um diese 4 I's. Das ist erstmal sehr plakativ, aber ich kann das alles untersetzen. Innovation, klar, sind wir uns alle einig. Infrastruktur, ja. Wir müssen neue Infrastrukturen bauen, hier und in der entwickelnden Welt. Dafür brauchen wir Investitionen und das Ganze muss auf inklusive Weise geschehen. Wenn nur die Reichen immer noch reicher werden und immer mehr abgehängt werden von dieser Entwicklung, dann werden wir vielleicht den Planeten retten, aber uns fliegt die Gesellschaft um die Ohren. Das kann es auch nicht sein. Also inklusive Investitionen. Und wir glauben vom BBGU, dass es dafür eine gute Möglichkeit gibt. Innovationen habe ich angesprochen, Infrastruktur muss klimaneutral oder klimanegativ sein. Wir glauben, dass nicht nur die Bewegungen von unten hier instrumentell sind und entscheidend sind, sondern dass eben auch ein gestaltender Staat wieder das Heft in die Hand nehmen muss, gerade wenn es um die Zukunftsentwicklung geht. Das heißt, wir schlagen vor die Einrichtung von nationalen Transformationsfonds, ein Deutschlandfonds, so wie der norwegische Sovereign Wealth Fund. Und im Grunde genommen muss der gespeist werden aus CO2-Steuer und dergleichen. Aber noch viel wichtiger, das ist die Idee, aus einer Reform der Erbschaftssteuer. Und damit will ich schließen, ich will Ihnen diesen Gedanken jetzt noch schmackhaft machen. Also Erbschaftssteuer, das Schrecklichste von allen. Aber überlegen Sie mal, ich habe ja vorhin versucht zu erklären, dass es die kumulierten Emissionen sind, also die Summe der Emissionen über einen längeren Zeitraum, die die globale Erwärmung determinieren, bestimmen. Und wenn Sie sich jetzt auf der Welt umschauen, gehen Sie zu Fortune 500 oder irgendwas, wie sind die heutigen Vermögen entstanden? Sie sind fast alle durch den Einsatz fossiler Brennstoffe entstanden. Das heißt, die bilden direkt die kumulativen Emissionen ab, die bei diesem Gewerbe eingesetzt wurden. Die Größe des Vermögens. Die sind aber deswegen auch so groß, weil die sogenannten Externalitäten niemals eingepreist wurden.
Wenn die Rockefellers alle Klimafolgen hätten einpreisen müssen, dann wäre das Vermögen vielleicht nur ein Zehntel so groß. Könnten wir also vielleicht zurückzahlen, diese Kosten und diese sozusagen vermiedenen Kompensationen an die Zukunft? Ja, es würde genau dann gehen, wenn im Vererbungsakt ein Teil abgeschöpft würde und eingezahlt in einen Zukunftsfonds. Und das würde bedeuten, dass wir die Zeche sozusagen an die künftigen Generationen nicht einfach weitergeben, sondern einen Teil davon geben. Weil Vererbung, und das ist der letzte Gedanke, den ich hier bringen will, heißt ja, dass ich künftige Generationen ausstatten will mit Lebenschancen. Und das ist bisher strikt individuell. Aber was wäre, wenn wir bei der Vererbung eine Generationenkomponente einführen würden? Ne? Das können vielleicht nur 10% sein für die allerreichsten 2%. Aber das würde schon ausreichen, um so einen Zukunftsfonds vernünftig auszustatten. Ich ende mit diesem Gedanken hier. Allerdings zwei Zitate will ich noch bringen von sogenannten großen Visionären. Das erste ist Malcolm Turnbull, australischer Premierminister, der vor kurzem gesagt hat, steht außer Frage, dass Kohle viele Jahrzehnte lang noch ein wichtiger Bestandteil unseres Energiemix bleiben wird. Ich bin Physiker, viel heißt bei mir ungefähr 10. Viele ist 10 mal 10 mal 10, also 1000 Jahre. Damit würden wir allein die Gesundheit der Menschheit ruinieren und natürlich wird die Kohle verschwinden. Und ich schließe mit diesem großen Visionär, weil wir im Augenblick ja vor genau 100 Jahren endete die Schlacht an der Somme, das größte Gemetzel des Ersten Weltkriegs, das wesentlich mit vorangetrieben wurde durch Earl Douglas Haig, den britischen Feldmarschall an der Westfront. Und er hat dann später noch 1925 gesagt, Flugzeuge und Panzer sind nur Beiwerk von Mensch und Pferd im modernen Krieg. Schauen Sie mal, wie der moderne Krieg aussieht. So. Im mittleren Bild haben Sie die Attacke der Kavallerie in Waterloo. Das war 1815. Ne? So viel zu den großen Visionären. Wir haben die Wahl zwischen zwei Visionen. Ich glaube, wir sind hier überzeugt, welche Vision die richtige ist. Aber wir müssen das in die Gesellschaft hineintragen. Und dafür muss die Wissenschaft noch mutiger werden. Die DBU wird es ohnehin sein. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Professor Dr. Schellenhuber. Es gibt so ein paar Punkte, wo ich tatsächlich gerne noch mal nachhaken würde, gerade wenn wir über Visionen sprechen und ich an das Bild denke von Donald Trump. Fällt es mir schwer, an Visionen zu denken. Was passiert tatsächlich, wenn die USA jetzt aus dem Klimaabkommen aussteigen? Sie sind eine mit der größten Verschmutzer. Schafft man es dann trotzdem? Glauben Sie, dass wir diesen Temperaturanstieg von 2 Grad dann trotzdem eingrenzen können? Ja, ich bin dazu von der Washington Post interviewt worden, also unmittelbar nach der Wahl. Da kam natürlich genau diese Frage. Und ich habe dann diesen witzigen Begriff, der Bump Trump oder der Trump Bump in the Road, also das kleine Schlagloch. Die Antwort ist ja. Ich glaube, wir können es verkraften. Die USA haben immer noch 25% der Emissionen weltweit. Aber die USA sind kein monolithischer Block. Also in Marrakesch bei der Konferenz war natürlich zunächst auch völliges Entsetzen nach der Wahl. Und so langsam haben sich dann alle wieder berappelt und ich habe dann mit den Vertretern von Kalifornien gesprochen. Kalifornien ist die 6. größte Volkswirtschaft der Welt, produziert 35% des GDP der USA. Wenn man dann New York State noch dazu nehmen, sind wir schon bei 50%. Und Kalifornien hat in Begleitung der Wahl, ich glaube, 15 neue Gesetze verabschiedet mit großer Mehrheit, die diesen Weg in eine nachhaltige Zukunft beschreiben. Das heißt, ja, die USA, es gibt 2 Schlussfolgerungen. Wenn Teile der USA zusammen mit Europa, und da spielt Deutschland eine entscheidende Rolle, und China und vielleicht anderen asiatischen Ländern den Weg in die Dekarbonisierung gehen, dann werden die USA, der Rest der USA,
die Flyover States im Wesentlichen, die kann man dann verschmerzen, ist tatsächlich so. Es wird sich ein bisschen auswirken, aber es wird nicht kriegsentscheidend sein. Kriegsentscheidend ist meiner Ansicht nach, ob Deutschland Kurs hält. Wenn Deutschland nicht Kurs hält, wird die EU keinen Kurs halten. Und dann wird China irgendwann auch nicht mehr weitergehen. Das heißt, die Entscheidung über das Klima, die fällt irgendwie einen Kilometer von hier entfernt. Dann noch als abschließende Frage, gerade weil es natürlich auch in der Tagesschau immer vorkommt, der Klimagipfel in Marrakesch. Man hat immer so ein bisschen den Eindruck, ja, es ist schön, dass immer alle zusammenkommen. Und finden Sie, dass das gereicht hat, dieses positive Signal auszusetzen? Oder als normaler, sage ich mal, Zuschauer hat man immer das Gefühl, so ganz ehrlich, irgendwie reicht es nicht. Nein, es reicht. Was setzen Sie da entgegen, damit ich das nicht mehr glaube? Ja, ich habe ja ein Buch darüber geschrieben, auch mit meinen Erfahrungen bei den Klimakonferenzen. Ich habe sie dort als die Höchststrafe für einen aktiven Wissenschaftler bezeichnet. Ja? Also es ist unsäglich, langweilig und gleichzeitig nervig. Und am Schluss ist man in der Regel frustriert. Aber es ist eben so, dass dort die Community zusammenkommt, der Wohlmeinenden, um gemeinsam an einem Narrativ zu arbeiten. Ne? Mehr können die Vereinten Nationen in dieser Welt sowieso nicht tun. Ne? Man kann eine Erzählung verbessern, kraftvoller machen, vielleicht auch anrührender machen. Das ist in Paris gelungen. In Marrakesch ist diese Erzählung zumindest nicht zerstört worden. Das ist wichtig. Aber die Umsetzung erfolgt ganz woanders. Ja? Die erfolgt durch technischen Fortschritt, durch soziale Innovationen und vor allem durch mutige Persönlichkeiten, die sich eben in diesem Zeitalter der Postfaktizität nicht ins Boxhorn jagen lassen. Insofern glaube ich auch, dass die Intellektuellen, gerade auch in Deutschland, jetzt endlich mal Position beziehen müssen. Das hoffen wir doch sehr. Vielen Dank für dieses Schlusswort. Herzlichen Dank für Ihren Vortrag. Ja, und in der Vortragstrilogie des Nachmittages kommen wir jetzt zum letzten Keypoint, das ist das Thema Innovation. Und damit befasst sich jetzt der Leiter des Competence Centers Nachhaltigkeit und Infrastruktursysteme im Fraunhofer Institut für System- und Innovationsforschung in Karlsruhe. Ich frage mich tatsächlich, wie Ihre Visitenkarte aussieht oder ob Sie nicht inzwischen DIN A4-Blätter verteilen. Hier ist er mit dem Vortrag Innovation, Komplexität beherrschen, Zukunft gestalten, Professor Dr. Rainer Walz. Ja, vielen Dank, Herr Bodermann, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der DBU, liebe Gäste. 25 Jahre DBU, denkt man natürlich erstmal zurück, was da alles passiert ist, denkt auch zurück, wie man sich selbst entwickelt hat. Bei mir Beginn Klima-Enquete, Energiethema hin zur Nachhaltigkeits-Innovationsforschung. Und so habe ich mich umso mehr gefreut heute, dass wir eben nicht nur zurückblicken, sondern dass wir auch in die Zukunft blicken wollen, dass wir das Thema angehen wollen. Wie schaffen wir es denn, die vielen Innovationen, die notwendig sind, auch tatsächlich hervorzubringen? Da will ich mich aus einer stärker sozialwissenschaftlichen Sicht mit dem Thema beschäftigen. Ja, was heißt denn das? Einerseits nimmt die Komplexität, auch die Komplexität von Innovationen zu, aber andererseits, welche Gestaltungsmöglichkeiten haben wir denn da? Wie will ich da vorgehen? Drei große Blöcke. Ein Blick auf die Innovationsdynamik, warum wir denn da vielleicht noch mehr zulegen müssen, in welchen Bereichen. Was macht denn eigentlich diese neue Komplexität aus? Das ist ein zweites wichtiges Thema. Und drittes Thema, ja, was sind denn da noch die Gestaltungsmöglichkeiten, welche vielleicht auch neuen Mischungen zwischen Instrumenten, welches neue Mindset brauchen wir denn da, wenn wir über Innovationen, über Nachhaltigkeitsinnovationen sprechen. Herr Bodermann hat so ein bisschen ja schon einen wichtigen Punkt angedeutet, die Problematik, dass wir ja nicht nur Einzelziele haben, es geht ja nicht nur um Klima, wir haben eine ganze Reihe von anderen globalen Umweltproblemen, wir haben aber auch, und dafür stehen ja auch die SDGs, die Sustainable Development Goals, wir haben ja auch die Notwendigkeit der Verknüpfung, eben niemand zurückzulassen, alle mitzunehmen, und das kommt ja auch im Ausdruck von einigen der anderen Sustainable Development Goals. Also diese
Notwendigkeit, auch wenn wir über Innovationen nachdenken, das können wir nicht isoliert auf einzelne Ziele betrachten, das müssen wir im Gesamtsystem betrachten. Das wird auch ganz deutlich, diese Problematik, ich würde mal sagen, die in Anlehnung an Sie, Herr Schellenhuber, die Quadratur der Innovationsherausforderungen, wenn wir diese unterschiedlichen Dimensionen und die Entwicklung der einzelnen Länder uns einmal aggregiert betrachten. Hier habe ich zwei unterschiedliche Indikatorensysteme, die viel verwendet werden, herangezogen. Ecological Footprint mit allen Stärken und Schwächen, die dieser Indikatorenansatz hat. Auf der einen Seite, wie viel Hektar pro Person nehmen denn die einzelnen Länder in Anspruch? Die Länder hier, je nach Erdteil, unterschiedlich farblich gekennzeichnet. Die Bevölkerungsgröße tut sich in der Größe der Blasen aufzeigen, also Indien und China ganz gut erkennbar. Also das zum einen und zum anderen einen wichtigen Indikator auch auf UN-Ebene, der Human Development Index, unser Ziel, möglichst hoch, möglichst weit nach rechts zu kommen. Was ist unsere Problematik? Unsere Problematik sieht doch so aus, dass die Länder mit einem hohen Human Development Index wie Deutschland, wie die USA, ja, die stehen hier schön rechts auf dieser Grafik, aber sie stehen auch weit oben, das heißt mit einem hohen Umweltverbrauch, und die Länder, die sich im Entwicklungsprozess befinden, die sich nach rechts voranarbeiten, die scheinen da bei diesem Prozess auch immer in einen stärkeren Umweltverbrauch zu geraten. Innovationen brauchen wir also, die mehreres gleichzeitig erfüllen, die unsere Umweltbelastung reduzieren und gleichzeitig Entwicklungsmöglichkeiten offen lassen oder sogar befördern. Haben wir denn genug von diesen Innovationen? Dass wir sie brauchen, ich glaube, das ist unbestritten, auch nach den vorangegangenen Vorträgen. Aber haben wir denn genug? Messung von Innovationen, eine schwierige Sache. Innovation selbst ist was sehr Indirektes, kann immer nur mit einzelnen Proxy-Indikatoren gemessen werden. Hier habe ich mal zwei sehr gebräuchliche aufgezeichnet, Publikationen und Patente. Publikationen, die neues Wissen aufzeigen, Patente, die auch im Hinblick auf Vermarktung dieses Wissens angemeldet werden. In Blau sehen Sie die Publikationen. Die durchgezogene Linie zeigt die Dynamik aller Publikationen weltweit, was denn alles publiziert wird. Sie sehen, das nimmt im Zeitablauf zu. Die gestrichelte blaue Linie, das sind die Publikationen, die sich mit Umweltschutz beschäftigen. Also rausgerechnet, nicht mit dabei, Ihre Publikation, Herr Schellenhuber, sofern Sie sich mit Umwelt-Naturwissenschaften, mit Klimaproblematik beschäftigen, tatsächlich die Publikation, wo es um Lösungen geht. Umwelttechnik, Ingenieurwissenschaften, neue Geschäftsmodelle, all das ist mit drin. Und da sehen wir eigentlich eine ganz erfreuliche Entwicklung, doch seit 2000 die Dynamik bei diesen Publikationen hat massiv zugenommen. Ja, eine Interpretation wäre, ja, die Wissenschaft hat schon die Problematik, die Bedeutung dieses Themas erkannt. Wie sieht es nun bei den Patenten aus, wo wir stärker in der Anwendung dieses neuen Wissens, in neuen Produkten, in neuen Prozessen sind? Ja, die Gesamtdynamik bei allen Patenten, die ist in der roten durchgezogenen Linie, ja, ähnlich wie die Publikation, nimmt zu. Aber die umweltschutzbezogenen Patente, die neuen Lösungen, die Innovationen, die wir eben brauchen, ja, eine überdurchschnittliche Dynamik, vielleicht ein bisschen nach der Finanzkrise, aber bei weitem nicht in dem Ausmaß, wie wir sie eigentlich bräuchten, wenn wir die Herausforderungen sehen. Das sind weltweite Zahlen. In Deutschland sehen die Kurven vom Muster her genauso aus, die Dynamik insgesamt noch etwas geringer. Was ist auch wichtig? Wichtig zu sehen, wie verteilen sich denn diese einzelnen Zunahmen auf die verschiedenen Problemfelder? Hier habe ich jetzt die deutsche Situation hergenommen, aufgezeigt, ja, in welchen Bereichen haben wir denn in Deutschland eine überproportionale Entwicklung verglichen mit der durchschnittlichen Entwicklung, in welchen nicht. Positiv,
positiv, der Energiebereich, gerade die erneuerbaren Energien, die schlagen hier gut durch. Herr Schellenhuber, Sie haben ja auch die Kostenentwicklung gezeigt. Aber in vielen anderen Bereichen, da sehen wir halt, da müssen wir noch deutlich nachlegen. Auch in manchen Bereichen, die wichtig sind, sehen wir sogar ein Stück weit ein Nachlassen dieser Dynamik. Also von daher ein gemischtes Bild. Einerseits in einigen Bereichen hohe Dynamik, da hat sich was getan. In anderen Bereichen müssen wir noch nachlegen. Nun sind Publikationen, auch Patente, nur ein Maß für einen Teil der Innovationen. Wir haben organisatorische Innovationen, wir haben institutionelle Innovationen. Vieles von dem, was Unternehmen an Innovationen durchführen, zeigt sich eben nicht in Patenten. Von daher ist dieses Bild, das ich Ihnen gezeigt habe, immer ein Stück unvollständig. Man tut sich schwer, entsprechende Daten in der gleichen Dichte auch für andere Innovationen herbeizuschaffen. Man versucht es mit Umfragen. Die zeitliche Abfolge, die Konsistenz der Daten ist da weniger gut. Aber es gibt doch einige Hinweise. So sehen wir zum Beispiel, dass doch ein gutes Viertel der Unternehmen in Deutschland angibt, dass sie in den letzten 3 Jahren Umweltinnovationen durchgeführt haben, Innovationen, die zu einer Verbesserung der Umweltsituation führt. Also da ist das Glas halb voll sozusagen. Auf der anderen Seite wird in der Community auch diskutiert, und vor der Datenlage ist es schwieriger, wird auch diskutiert, ja, hält denn dieser Trend, hält denn der an, ist da nicht vielleicht ein Abflachen festzuhalten. Was bedeutet die Problematik, wenn ich jetzt die Innovationsdynamik betrachte? Ja, wir haben zunehmende Bedeutung der Thematik im wissenschaftlichen Bereich, aber das Hinüberschwappen in die Patente, in die Anwendung, da müssen wir noch auf jeden Fall nachlegen. Unternehmen sind aktiv, wir müssen aber auch da noch nachlegen, darauf achten, dass das nicht abnimmt. Auch ein wichtiger Punkt, trotz aller Schwierigkeiten, Unschärfen, die diese ganzen Indikatorensysteme immer bieten. Ja, wir sehen eine gewisse Dynamik, vor allem im Energiebereich, im erneuerbaren Bereich, aber keine richtige Dynamik in den anderen Bereichen, so dass man sprechen könnte, da sind genügend Informationen in der Pipeline für so eine notwendige Dynamik, für so eine notwendige Transformation. Wir brauchen also neue, stärkere Impulse für mehr Innovation. Das führt natürlich zur Frage, ja, wie schaffen wir das denn überhaupt? Da müssen wir ein Stück weit überlegen, was sind denn überhaupt die Determinanten von Innovation? Wie kommen neue Innovationen denn zustande? Das traditionelle Innovationsverständnis, ja, Innovationen entstehen im Forschungslabor. Ich brauche finanzielle Ressourcen, F&E-Ausgaben, Personal. Wenn ich das steigere, kommt auch mehr Innovationen raus. Je mehr ich vorne reingebe, desto mehr kommt hinten raus. Das ist nicht falsch, ist ganz wichtig, das zu haben, aber die moderne Innovationsforschung sagt uns doch, das reicht nicht aus. Es muss noch mehr an Bedingungen dazukommen. Warum? Innovation ist nicht nur neues Wissen, ist oftmals auch die Rekombination von bestehendem alten Wissen. Innovation ist ein sozialer Prozess. Es ist eben, wenn Wissen sehr verteilt vorliegt, wichtig, dass die Kommunikation zwischen denen, die das Wissen haben, gut funktioniert. Innovation ist sehr zukunftsoffen. Wir wissen nicht immer, was rauskommt. Das ist schon schwer genug, bei einer einzelnen Innovationsidee zu beurteilen. Ich glaube, Sie in der DBU, Sie wissen das am besten, wenn Sie die unterschiedlichen Anträge da beurteilen müssen. Aber ist natürlich noch mal umso schwieriger, wenn Sie ganze Innovationslinien miteinander vergleichen. Innovation passiert auch nicht im luftleeren Raum. Die Richtung
wird durch Angebot und Nachfrage bestimmt. Die zentralen Akteure brauchen Orientierung, in welche Richtung geht es denn, wie wird denn die zukünftige Nachfrage auch sein, die Einschätzung dieser Nachfrage ganz zentral. Die Nachfrage auch ganz, ganz wichtig. Wir wissen, dass die Fusion auch die Innovation fördert. Das Lernen im Markt, das Heranziehen der Erfahrungen, die da bei einer frühen Anwendung gemacht werden, ganz zentraler Punkt auch für die weitere Innovationsentwicklung. All dies hat zum Konzept der Innovationssysteme geführt. Sie sehen sehr vielfältige, zahlreiche Akteure, in Blau eher die Akteure, die Innovationen anbieten, nachfragen, aber auch drumherum ganz vielfältige, intermediäre Akteure, auch Rahmenbedingungen, die gestaltet werden können. All das muss aufeinander abgestimmt sein, das muss stimmig sein, damit tatsächlich Innovationen in genügendem Ausmaß funktionieren. Wie sieht es nun aus mit den Innovationen, die uns besonders interessieren, mit den Umweltinnovationen, Umweltinnovationen, ja Neuerungen, die gleichzeitig auch zu einer Verbesserung der Umweltsituation führen? Auch wichtiger Punkt, gerade bei Umweltinnovationen ist die Nachfrage eben sehr stark auch durch die Umweltpolitik vermittelt. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Umweltpolitik ist auch nachfrageorientierte Innovationspolitik, darf man nie vergessen. Wie sieht es nun aus mit diesen Umweltinnovationen? Welche Komplexitäten bestehen da? Und da sehen wir doch im Zeitablauf einen Trend hin zu mehr an Komplexität, einfach weil sich auch die Bedeutung dieser unterschiedlichen Umweltstrategien im Zeitablauf verschiebt. 25 Jahre DBU, wenn wir vielleicht da noch zurückdenken an diese Zeit, auch an die Zeit der 1980er Jahre, End-of-Pipe-Technologien, was waren das nicht für harte Debatten, Waldsterben, Abscheidung von SO2 aus Kohlekraftwerken, die Diskussion um additive Umwelttechnik, die uns da doch sehr stark beschäftigt hat. Wir sind da weitergegangen, es geht nicht mehr nur um die Frage, ja, wie bringe ich das Geld zusammen, um letztendlich diese additiven Techniken einzubauen. Wir haben prozessintegrierte Umwelttechnologien, Energieeinsparung, die eben ein Stück weit komplexer sind, weil ich sie in den Produktionsprozess einpassen muss. Auf der anderen Seite die Möglichkeit, die Chance bieten, auch Kosten einzusparen. Wir sind in der Diskussion noch weitere Schritte gegangen, umweltfreundliche Produkte, die Gestaltung von ganzen Wertschöpfungsketten, Recycling einerseits technologisch vielleicht gar nicht so komplex, aber überlegen Sie, welche weiteren Schritte Sie machen müssen. Es geht da nicht ja mehr nur um Innovationen in Ihren eigenen Unternehmensgrenzen. Sie müssen die Nutzer, die Bevölkerung mit einbeziehen. Sie müssen die ganze Vorrohstoffkette von Primär auf Sekundär umstellen. Das sind nicht nur technische Innovationen, Sie brauchen neue Geschäftsmodelle. Denken Sie an so etwas wie auch Carsharing. Und schließlich sind wir jetzt ja in einer ganz großen Debatte, in der Diskussion, dass es gar nicht mehr um einzelne Technologien, um einzelne Ideen geht. Es geht um die Transformation ganzer Sektoren, Energiewende, aber eben nicht nur Energiewende, Materialwende, all das, Verkehrswende, all das muss zusammenkommen. Und gerade diese Art von Transformation, die sind eben dadurch gekennzeichnet, dass es nicht nur technologische Innovationen sind, sondern dass es ein Mix von technologischen, organisatorischen und sozialen Innovationen ist. Dadurch steigt natürlich die Komplexität nochmal massiv an. Wie können wir uns solche Transformationen vorstellen? Herr Schellenhuber, Sie hatten ja die Folie von WGBU schon aufgelegt. Das knüpft so ein Stück weit an, das unterlegt das. Große Transformation, da müssen wir eine ganze Anzahl von das, was die Innovationsforscher soziotechnische und sozioökonomische Regime nennen, ändern. Regime, eine Mischung aus abgestimmten Teilsystemen, aus Technik, aus Regulierung,
aus Akteursstrukturen. Die Unternehmen, die Politik, die Kunden, all das kennt sich untereinander. Die Informationen sind da. Das Regime hat sich darauf eingestellt. Und diese Regime sehen wir in den unterschiedlichsten Bereichen, Energie, Wasser, Abfall, Material, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wir sehen die aber auch im sozioökonomischen Bereich im Sinne von Produktions- und Konsummustern, Globalisierung von Wertschöpfungsketten, Fragen, was, welche Rolle spielt denn der Preis eines Produktes verglichen mit der damit einhergehenden sozialen und auch ökologischen Nachhaltigkeit über die Wertschöpfungskette. Wie kommt es jetzt zu Transitionen dieser Regime? Die Alternativen wachsen heran in Nischen. Einzelakteure beginnen Ideen mit anderen zusammen zu verfolgen. Nach und nach kann so eine Nische wachsen, vorausgesetzt sie hat Raum zum Wachsen. Sie wird größer. Sie kann so ein Regime auch ersetzen. Allerdings haben wir hier ein Stück weit eine sehr unfaire Konkurrenzsituation. Denn diese neuen Ideen in den Nischen, die haben vielfältige Nachteile. Sie haben nicht die Economies of Scale von den Einzellösungen, mit denen sie konkurrieren. Sie konkurrieren, das ist, glaube ich, noch viel zentraler, sie konkurrieren aber gegen ein ganzes Regime. Nehmen Sie das Beispiel von Ideen, von erneuerbaren Energien, die inzwischen als Nische, ja vielleicht auch schon aus der Nische in Deutschland herausgewachsen sind, die im Prozess sind, das Regime zu übernehmen, zu verändern. Aber Sie sehen, welche Probleme es eben dann gibt, schlichtweg, weil das bisherige Regime, nehmen Sie das Elektrizitätsnetze, die sind eben ausgerichtet auf eine Großkraftwerksstruktur aus Kohle und Kernkraft. Und die Schwierigkeiten sind ja nicht nur technologischer Art bei Wind, sondern die Schwierigkeiten sind ja auch, wie kann ich so ein ganzes System, wie kann ich das denn letztendlich ändern? Und da haben wir vielleicht auch so etwas wie Kipppunkte bei diesen Transitionen, Kipppunkte, dass sich erstmal eine Nische etablieren muss und Kipppunkte, dass wenn die Nische gewachsen ist, dass es dann nochmal die größten Schwierigkeiten, auch die größten Widerstände gibt, letztendlich die Systeme, die Regime zu ersetzen. Was braucht es nun für einen derartigen Transformationsprozess? Wir brauchen Akteure, ja, wir brauchen Akteure in den unterschiedlichsten Organisationen. Das Konzept der Change Agents, der Pioniere des Wandels, ist da ein wichtiger Punkt. Individuen, die begeisterungsfähig sind, die hohe Fachkompetenz haben, aber gleichzeitig auch Leitbilder, Visionen, in welche Richtung sich denn alles entwickeln sollte, die müssen identifiziert werden, die müssen zusammenkommen. Wir brauchen Unternehmen, Organisationen sind ja nicht mehr nur Unternehmen, NGOs, alles vielfältige Initiativen spielen hier eine Rolle. Und wir brauchen Unterstützung des Staates, den gestaltenden, aber auch den reflexiven Staat. Wir brauchen auch Bevölkerung, die nicht nur hohes Umweltbewusstsein aufweist, sondern auch Bereitschaft zur Verhaltensänderung. Und schließlich brauchen wir unterschiedlichste Rahmenbedingungen, Ressourcen, Geld, Fähigkeiten, natürlich ganz wichtig. Vielfältige technologische Lösungen, die wir auch brauchen, um mit ihnen neue organisatorische und soziale Innovationen in Kombination entwickeln zu können. Und wir brauchen Raum für die Entstehung dieser Nischen. Was ist das Fazit, dieses Zwischenfazit vom Innovationsprozess? Ja, das wird alles komplexer. Das wird komplexer, wenn ich diese Notwendigkeit von Transformation betrachte. Da geht es eben nicht mehr nur um eine Innovation eines Einzelaspekts. Und das wird auch komplexer, wenn ich die Rahmenbedingungen betrachte. Ja? Die Akteure, um die es geht, die werden diffuser, informeller. Ja, das macht
ist natürlich auch für eine Förderung deutlich schwieriger, ja, wenn man zur DBU kommt mit einer klaren Vorstellung, wie vielleicht ein neues technisches Konzept aussieht. Da kann man sich ganz gut vorstellen, das kann man einigermaßen beurteilen. Aber wenn man nicht weiß, was ist denn das für eine Gruppe, die da einen Antrag stellt, informell, noch nicht mal vielleicht ein Verein, ein Kreis, der sich getroffen hat und behauptet, sie hätten tolle Ideen und würden soziale Innovationen jetzt voranbringen. Oh, ganz schön schwierig, sowas zu beurteilen. Aber was wir eben sehen, ist, dass genau diese Art von Akteuren wichtiger werden wird, diese informellen Akteure. Und gleichzeitig sehen wir, dass Innovationen auch immer internationaler, in internationalen Wertschöpfungsketten vonstatten gehen, dass es auch notwendig wird, von daher diese Internationalität in das eigene Förderkonzept aufzunehmen, vielleicht auch in einer nationalen Förderung ganz bewusst internationale Player mit aufzunehmen. Auch so etwas muss letztendlich diskutiert werden. Es gibt auch einige, auch in meinem Umfeld haben wir da immer wieder Diskussionen, die sagen, ja, diese Komplexität, die wird eigentlich so groß, die Dynamik, die da auch weltweit bei Innovationen dann doch passiert, eigentlich lässt sich das gar nicht mehr steuern. Lässt sich gar nicht mehr steuern, was für unsere Situation schwierig wäre, weil, wie wir ja gesehen haben, wir brauchen mehr Innovation, aber wir brauchen vor allem auch mehr Innovationen Richtung Nachhaltigkeit. Und dieses müssen wir bewerkstelligen, diesen Gestaltungsanspruch, den müssen wir ja umsetzen. Was heißt das nun für Strategien zur Gestaltung? Wie können wir uns das trotzdem vorstellen? Wir brauchen für derartige Transformationen auch immer einen Pool von technologischen, organisatorischen, sozialen Einzelinnovationen. Wie bisher auch wird die Förderung dieser Innovationstätigkeit eine ganz, ganz wichtige Ecke, ein ganz, ganz wichtiger Maßstab sein. Also von daher kann ich schon mal die Stiftung beruhigen. Ihr bisheriges Geschäftsgebaren, Ihre Aufgabe, die wird auch in Zukunft da sein, wird vielleicht noch immer wichtiger, wenn wir uns die Rahmenbedingungen auch mal ansehen. Ich habe hier mal aufgezeigt, wie sieht es denn aus mit der F&E-Förderung von umweltrelevanten Themen in Deutschland, sind hier internationale Daten. Sie sehen in Rot, da zeigt die Kurve nach oben, das sind eher die Forschungsausgaben im Energiebereich, die auch ein Stück weit mit bewirken, dass wir diese höhere Innovationstätigkeit im Energiebereich haben. Aber in den eigentlichen, in den enger abgegrenzten Umweltschutzbereichen, da sehen wir eben keine Steigerung, wie es eigentlich notwendig wäre. Und genauso wenig in den infrastrukturrelevanten Bereichen, die da mit in der blauen Linie dabei sind. Also hier, glaube ich, ganz erheblicher Nachholbedarf. Und ich glaube, da sollten wir durchaus auch mehr an F&E in diese Richtung fordern, sollten uns auch überlegen, ich zumindest fände es da auch sehr reizvoll und sehr wichtig, dass wir zum Beispiel in der Diskussion über die Nachhaltigkeitsstrategie in Deutschland nicht nur F&E-Ziele insgesamt mit drin haben, sondern eben auch spezifisch ein Ziel und entsprechende Indikatoren für F&E im Umweltbereich hinterlegen. Was brauchen wir auch, den gestaltenden Staat? Rahmenbedingungen, ambitionierte Umweltpolitik, auch da sind das Diskussionen, die kennen wir ja seit Jahrzehnten, Diskussionen, Emissionshandel, Bepreisung des Umweltverbrauchs, all das ganz, ganz wichtige Aspekte. Was wir auch brauchen, wo wir uns überlegen müssen, wie bekommen wir das hin, wie schaffe ich das denn, Nischen zu generieren, ja? Brauche ich dazu in jedem Fall wirklich viel Geld? Ich glaube, da müssen wir auch noch mal viel stärker überlegen, wie schaffen wir eine Integration der Politiken. Wir sehen eine große
Debatte auf uns zukommen, Zukunft der Infrastrukturen, erheblicher Erneuerungsbedarf da. Wie können wir diesen Prozess viel stärker auch nutzen, um in diesem Erneuerungsprozess auch zahlreiche Nischen für alternative Ansätze zu schaffen, damit die ein frühzeitiges Lernen im Markt ermöglicht bekommen. Eine ähnliche Diskussion Zukunft der Städte, die begonnen hat. Städte ganz wichtig, weil es da um gemeinsamen Raum gibt, in denen eben soziale Innovationen mit technologischen, mit organisatorischen zusammenkommen können. Also das sind zentrale Aspekte. Neben diesen bisherigen Ansätzen werden wir aber auch viel stärker auf weiche Ansätze von Governance setzen müssen. Foresight, Visioning, reflexiver und letztendlich auch moderierender Staat sind da Schlagwörter. Warum ist das wichtig? Das ist wichtig, um mit dieser gestiegenen Komplexität umgehen zu können. Wir haben konkurrierende Visionen. Manche sind ganz einfach, ja, ein bisschen zu karikieren. Herr Schellenhuber hat das ja zum Schluss ganz gut aufgezeigt. Aber wir haben auch auf der Sektorebene natürlich ganz, ganz unterschiedliche Zukunftsvisionen. Wichtig, auch Diskussionen hierzu herbeizuführen. Zum Teil machen wir das ja auch bereits, beziehen auch die unterschiedlichsten Stakeholder ein. Aber wir müssen uns auch klar sein, dass eben die Natur der Stakeholder, dass die sich verändert, dass wir auch verstärkt diese neuen Akteure, die Change Agents, die informellen Organisationen auch in diese Diskussionsprozesse einbeziehen müssen. Und da brauchen wir auch neue Suchprozesse zur Identifikation dieser neuen Akteure. Die stehen eben nicht in den bestehenden Klassifikationen und da nehme ich halt mal die wichtigsten her. Eine wichtige Aufgabe für uns. Diese Prozesse, die sind immer mit Unsicherheiten verbunden. Das muss uns klar sein. Impact Assessment, Szenarienanalysen werden an Bedeutung gewinnen, auch Systemanalysen. Bei aller sorgfältiger Planung müssen wir uns aber auch bewusst sein, dass es nicht ausreichen wird, dass wir immer wieder in der Lage sein müssen, unsere Pläne, unsere Vorstellungen anzupassen. Es gibt nicht diesen perfekten Masterplan von Transformation. Das ist ein zukunftsoffener Prozess. Wir haben verteilte Kompetenzen, letztendlich auch die Überwindung des Widerstandes des Regimes, Kohleausstieg, Verbrennungsmotor, all das wurde angesprochen. Was brauchen wir noch? Strategien zur Gestaltung von Transformationen, Bildung und Kommunikation, auch über die Chancen der Transformation. Es gibt das schöne angelsächsische Wort, hell doesn't sell. Wir müssen auch die positiven Aspekte klarer ausdrücken, die Chancen, die wir haben. Wir brauchen auch eine Reflexion der Wissenschaften. Ich glaube, beides Themen, die ja auch noch mal in den Workshops sind, da muss ich gar nicht mehr eingehen. Und wir brauchen schließlich auch noch eine Ermunterung zum nachhaltigen Verhalten. Aspekte, da ist man sehr schnell beim Vorwurf der Manipulation. Auf der anderen Seite steuern wir Verhalten schon auf vielfältigste Art und Weise. Auch das muss uns klar sein. Informationsprogramme helfen auch bei der Wahrnehmung der Verhaltensmöglichkeiten, wirken also auch damit auf die persönliche Norm massiv ein. Vorbildcharakter, das deutlich machen, was ist denn die soziale Norm, auch das zentrale Bereiche. Das Verändern von Gewohnheiten, ein schwieriger Punkt, aber auch das bewusste Nutzen von sogenannten kritischen Lebenssituationen, Umzug zum Beispiel, Informationen zusammen mit dem Ereignis eines Umzuges kann Gewohnheiten viel stärker verändern. Auch das kann man sehr bewusst angehen und schließlich auch aktuelle Handlungsmöglichkeiten bereitstellen, weil die Einstellung allein reicht eben nicht aus. Warum ist das ein Prozess, den ich durchaus optimistisch sehe?
Wir haben hier unterschiedlichste, auch positive Rückkopplungen. Die Veränderung dieses Verhaltens erscheint am Anfang sehr, sehr schwierig. Aber ist sie einmal angelegt, gibt es auch hier selbstverstärkende Prozesse. Lassen Sie mich zum Schluss kommen. Was bedeutet das? Eine ganze Menge Handlungsbedarf, nachhaltige Innovationspolitik von der F&E bis hin zu der Exnovation, den ganzen Debatten. Wenn ich das ein Stück weit insgesamt zusammenfasse in Thesen, wir brauchen mehr Innovationen, das Ganze wird komplexer, wenn ich Transformation, Internationalisierung betrachte. Ich muss mir klar sein, dass die bisherigen Politikansätze ergänzt werden müssen durch Reflexive Governance, wie das so schön im Englischsprachigen heißt. Visioning, Leitbildprozesse, Foresight wird wesentlich wichtiger werden auf Politikebene, aber auch runtergebrochen in die ganze Förderung. Transformation, auch das muss uns immer wieder klar sein, ist ein zukunftsoffener Prozess, nicht letztendlich der Vollzug eines Masterplans. Wenn ich das in wenigen Worten ausdrücken würde, würde ich sagen, ja, Gestaltung ist selbst eine Innovation, die erfordert selbst Mut zu Neuem. Wir haben gesehen, dass da vielfältige Akteure notwendig sind. Ganz sicher notwendig sind auch kompetente und mutige Förderorganisationen wie die DBU. In den letzten 25 Jahren haben Sie schon große Erfolge zu Wege gebracht. An dieser Stelle möchte ich Ihnen für die nächsten 25 Jahre viel Mut und viel Erfolg wünschen. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Professor Dr. Walz, für diesen Vortrag. Ich möchte an einer Stelle auch noch mal nachhaken, weil Sie haben die sozialen, gesellschaftlichen Innovationen angesprochen. Wie beurteilen Sie die Bedeutung? Und vielleicht könnten Sie auch mal ein Beispiel nennen, damit man sich das konkreter vorstellen kann. Ja, nehmen Sie das Beispiel, was im Moment in vielen Städten, nicht wie Pilz, aber doch vielfältig etabliert wird, Repair-Shops. Mhm. Ja. Einerseits haben wir ein Konsummuster, das auf neue, schicke Artikel aus ist, verglichen mit dem Preis. Jetzt haben wir plötzlich Initiativen von Individuen bottom-up, die zwei Aspekte miteinander verbinden, den Spaß, die Lust, Bestehendes nochmal zu reparieren, auch zusammen mit anderen Freiwilligen, deren Know-how zu nutzen, Elektrogeräte, ja, wenn ich anfange rumzuschrauben, ich glaube, da bin ich ganz schnell am Ende. Aber wenn mir jemand erfahrener dabei hilft, dann macht so etwas Spaß. Gleichzeitig gewinnen diese Initiativen eine unglaubliche Bedeutung, auch im Sinn von sozialer Nachhaltigkeit. Es entstehen neue Treffpunkte im Stadtquartier, gerade auch im Umbruch von vielen Personen, die in Rente gehen, auch in dieser Phase nach neuen Betätigungsfeldern suchen, auch nach neuen Kontaktmöglichkeiten suchen, gibt es letztendlich neue Möglichkeiten. Kann ich diesen Prozess sich selbst überlassen? Ich kann ihn schwer antriggern, aber es gibt wichtige Rahmenbedingungen. Wie sind die Haftungsregeln? Wo treffen die sich? Kann ich denn nicht das unterstützen, indem ich vielleicht Raum im Stadtquartier zur Verfügung stelle, indem ich Rahmenbedingungen schaffe, die die Haftungsregeln anders herbeibringen, vielleicht auch eine Person anstelle, die bestimmte Fähigkeiten besitzt. Dieses Zusammenspiel ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig und ist auch ganz, ganz wichtig, wenn wir bedenken, solche Diskussionen, Lebensdauerverlängerung von Produkten, weniger Materialdurchfluss. In diese Richtung zu denken, Repair-Shops, nur ein kleine Idee, da haben wir viele Initiativen, da werden wir auch noch viele brauchen. Nicht alle werden tragfähig sein, vielleicht sind auch nicht alle nachhaltig. Aber da mir Experimentierfreude, ich glaube, das ist das, was wir benötigen. Klar. Vielen Dank dafür. Meine Damen und Herren, und jetzt
sind Sie gefragt. In diesen inspirierenden Vorträgen ist, glaube ich, ganz deutlich geworden, dass Innovationen an der Schnittstelle unterschiedlicher Disziplinen und Perspektiven stehen. In den nächsten 3 Stunden werden jetzt 4 Workshops hier stattfinden mit unterschiedlichen Themen. Sie können Ihre Ideen und Anregungen einbringen. Falls Sie vergessen haben, wo Sie sich angemeldet haben am Empfang, können Sie es nochmal nachlesen. Wir haben den Workshop Transformation zu einer nachhaltigen Wirtschaft, der wird hier in der Halle stattfinden. Den Workshop Die Rolle der Wissenschaft im Hinblick großer gesellschaftlicher Veränderungen, den finden Sie in der 4. Etage im Studio C. Den Workshop Bildung und Kommunikation, heute das Morgen gestalten, finden Sie ebenfalls in der 4. Etage im Studio B. Und in der 1. Etage im Kubus findet der Workshop Soziale Innovationen als Schlüssel für die große Transformation statt. Ich wünsche Ihnen viel Spaß und das Ergebnis, das werden wir dann heute Abend begutachten. Ich freue mich schon drauf. Bis dahin, vielen Dank.